Wunderschönen guten Abend. Lanz kocht zu später Stunde hier im ZDF. Ja, und Sie zu Hause haben es immer wieder gefordert, haben gesagt, kocht uns doch endlich mal echte italienische Klassiker. Und genau das tun wir heute und haben Herrschaften, die in ihrem Leben noch niemals Spaghetti Bolognese gemacht haben, gesagt, heute Abend, mein Freund, bist du dran. Steffen Hensler beispielsweise mit Spaghetti Bolognese. Hier sind sie, hier sind Kolja Kleeberg, Alfons Schubeck, Steffen Hensler, Sarah Wiener und Alexander Herrmann mit Osso Buco, Spaghetti Bolognese, Vitello Tonnato und Pizza. Hallo Marco. Ja? Los geht's. Hallo, Caro. Was ist hier los? Hat er mal den Hensler gesehen? Hat er mal den Hensler gesehen? Ja, nein. Also, grüß dich. Servus. Servus. Ja, ja. So. Ja, ja. Alex, du hast ja eben den Fisch auf dem Rücken. Ja. Ich habe mich gewundert, was riecht so. War das ein Fluchtversuch? Nein. Du wolltest abhauen. Der Hensler ist heutzutage schon so, dass er sagt, nein, also mit meinen Füßen kann ich diesen Boden daher nicht mehr betreten. Natürlich. Trag mich rüber. Ja. Habe ich gesagt, dann mache ich das. Ja. Und bist jetzt ganz schön außer Atem. Nein, das nicht. Ich bin schockiert, dass der mich von hinten bespringt. Ja. Also, einmal. Ja. Endlich mal einer, ne? Ist hier Lava-Lichter-Spiel oder was? Ja. Also. Du, Steffen, hast du in deinem Leben schon mal eine Spaghetti Bolognese gemacht? Das ist kein Spruch. Echt noch nicht gekocht. Noch nie? Nein, noch nie. Noch nie. Sarah, wenn ihr zu Hause kocht, so richtige italienische Klassiker, also Spaghetti Bolognese, wer hat das schon mal selbst gemacht hier? Ja, Salami-Brötchen. Du? Ich liebe Salami-Brötchen. Ja, Spaghetti Bolognese, klar. Ja. Zu Hause. Ja. Zu Hause. Ja. Kochen. Ja, mit Kochen angefangen habe ich mit 12. Okay. Mit einem Rezept aus dem Heft Meine Familie und ich. Ja. Das war Lasagne mit Bolognese-Soße zumindest. Okay, gut. Wie ist das bei dir, Alfons? Mir? Ja. Zu Hause kochst du? Lasagne, du meinst Pizza? Ja, zum Beispiel. Du bist ja heute... Wir sind jetzt keine großen Pizzabäcker, aber ich meine, das ist das Geile, wenn ich sage, kannst du Bolognese kochen? Natürlich kann er das. Na, dann bin ich mir nicht so sicher. Der wusste nicht mal, dass da Wein reinkommt. Hallo, das ist kein Muss. Oh, natürlich. Ja. Entschuldigung. Das ist kein Muss. Ja. Das machen die, sag mal, die Italiener, die nach Frankreich neigen, die nehmen einen Rotwein rein. Aber der klassische Italiener gibt nur Tomate rein. Ja. Also in die Bolognese. Nicht der Südtiroler. Der Südtiroler hat auch Rotwein. Der Südtiroler gibt da Gletscherwasser rein. So sieht's aus. So sieht's aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal Lust hast auf eine Pizza, was machst du dann? Bestellst du beim Pizzaservice oder sagst du, ah nee, komm, ich mach mir so einen Teig selber und dann lege ich mir da irgendwas oben drauf? Also hat die Lust auf Pizza, oder? Nein, das nicht, aber ich habe ja ein Lokal. Da gibt es zum Beispiel Pizza. Gut, aber angenommen, du hast jetzt dieses Lokal, das liegt gerade zu. Ja? Was machst du da? Ja, ich mache jetzt keine Pizza selber. Wer von euch macht Pizzateig selber? Ja, hier, also klar. Kindergeburtstag, drei Kinder zu Hause. Ja. Natürlich wird da Pizzateig gemacht, damit auch die Kinder sehen, wie es passiert. Ja. Und dann wird auch Tomatensoße gemacht, alles frisch gemacht. Und da wirst du aber glauben, da kommt die ganze Nachbarschaft, auch die, die nicht eingeladen sind und wollen unbedingt Pizza essen. Da wird schon mal Rotwein gereicht. Ja, man weiß ja nie. Du bist jetzt doch unsicher geworden, ne? Ja, ich trinke dann lieber einen. Was? Ja, ja, genau. Also gut, wir freuen uns, dass ihr euch auf dieses Experiment, möchte ich mal sagen, eingelassen habt. Echte italienische Klassiker, weil beim letzten Mal ging das dann doch gründlich in die Hose, weil Herr Hensler dann wieder anfing, kalten Fisch aufzuschneiden, als es um italienische Klassiker ging. Da haben wir gedacht, nee, das ändern wir jetzt mal. Heute Spaghetti Bolognese, interpretiert von einem absoluten Spitzenkoch und auch Vitello Tonnato, interpretiert von einem Spitzenkoch, nämlich Kolja Kleeber. Ja. Kolja. Also, was sind zunächst mal die zwingenden klassischen Zutaten für Vitello Tonnato? Das sagt der Name natürlich Vitello, eigentlich schon. Vitello, Kalbfleisch. Ja. Das wird normalerweise ganz kurz angebraten, nur so ein bisschen angezogen. Dann kommt Gemüse dazu, Möhren, Sellerie, wobei ich immer wenig Möhre nehme. Ja. Gewürze, Lorbeer, Pfeffer, Nelke, Piment. Ja. Und dann kommt Wasser oder Fond drauf und dann wird das was für ein geköchelt und dann Kalbfond oder einfach Wasser. Okay. Einfach Wasser. Ich Wasser geht auch. Ja? Wasser geht auch, natürlich ursprünglich Wasser. Und das wird gar geköchelt, aber so, dass es noch rosa ist. Mhm. Kommt natürlich auch aufs das heißt, Stück an, was das heißt, man wie lange? Hat. Na, ich würde sagen, leicht köcheln, eine halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wie dick das Fleisch ist. Also hier sowas wie so ein Tafelspitz, das habe ich hier schon mal vorbereitet. Mhm. Das dauert ungefähr eine
Dreiviertelstunde bis eine Stunde bei leisem Köcheln. Muss man auch sagen, auch eine der Vorgaben heute war auch, ihr dürft was vorbereiten, dürfen, weil das zum Beispiel für die Bolognese ja auch zwingend notwendig ist. Ja, gerade in der italienischen Küche sind ja viele Gerichte dadurch so schmackhaft, weil man sie lange, lange köchelt. Die Bolognese muss ja eigentlich lange kochen, Tomatensoße muss lange kochen. Also eigentlich viel Zeit und zwischendurch ein Gläschen Wein trinken oder sowas, das ist ja auch. Was für ein Stück Fleisch ist das hier, Kolja? Das hier ist Tafelspitz, Kalbstafelspitz, also Vitello ist Kalbfleisch. Kalb ist klar, deswegen aber muss Kalb dazu. Welcher Teil ist Kalb? Tafelspitz ist aus der Hüfte und zwar die Verlängerung der Unterschale von der Hüfte. Das ist quasi ein Muskel, der so ein Stückchen hier rüber ragt. Und weil er eben nicht richtig Keule und nicht richtig Rücken ist, ist er so zart. Und hat auch keine Fett. Ah, ja, hier ungefähr. Da. Okay. Hier so, da ungefähr. Ja. Da, wo es dich immer zwickt. Genau. Da, wo ich habe ein bisschen mehr Tafelspitze im Moment. Also Vitello gehört dazu, Kalbfleisch und Tonnato. Thunfisch, ja. Wobei das Piemont eine der wenigen Gegenden in Italien ist, wo es eben keinen frischen Meeresfisch gibt. Das sind so diese handelsüblichen Dosen, ja, kennen Sie von zu Hause. Ja, eine ganz kleine Dose Thunfisch. Anfang des 19. Jahrhunderts kam man eben eigentlich in den Gebieten südlich, also Sizilien, Kalabrien, da kam man drauf, dass man Thunfisch fangen kann und dann in der Dose einmachen kann. Und das ist jetzt Thunfisch in Öl oder in Wasser? Das ist Thunfisch in Öl. Okay. Der Thunfisch im eigenen Saft oder in Wasser wird ja allgemein als besser beurteilt. Ich persönlich mag den in Öl lieber. Ich habe immer den Eindruck, dass er dann saftiger bleibt. Ein Thunfisch hat ja sehr viel Fett, ist ein Fettfisch. Ah, jetzt muss man mal schauen, was das für schöne Stücke hier sind. Das ist natürlich allererste Qualität. Das sieht man auch hier. Einmal nochmal wieder Deckel zu. Weder Mühen noch fremde Kosten gescheut, um das hier zu machen. Genau, es ist einfach, wenn man sowas einkaufen lassen kann. Das ist ganz nett. Hier sieht man, das ist sogenannte Atun Claro. Das ist Yellowfin, sieht man auch an diesen gelben Flossen. Steffen, du, Anwalt des Meeres, Thunfisch. Es gibt Albacore-Thun, das ist weißer Thunfisch, der wird meistens für die Thunfischdosen. Genau, die wird meistens, das ist okay. So, aber okay. Tuna ist immer ein ganz brisantes Thema. Woran sehen wir das dann, dass das also ökologisch korrekter, unter Anführungszeichen, Thunfisch ist? Du kannst fragen, wo du es kaufst. Auf manchen Dosen gibt es gewisse Siegel, Naturland oder auch dieses MSC-Siegel. So, und bei Dosen-Thunfisch ist aber Albacore-Tuna und da gibt es noch genug von. Aber der ist halt sehr, sag ich mal, eine mindere Qualität, die du schwer für roh nehmen kannst. Okay. Ne? Der meiste Thunfisch, der gefangen wird, geht als Frischware nach Japan. 78% des Thunfischs gehen nach Japan für Sushi und Sashimi. Und die Dosen-Thunfischware, daran liegt es eigentlich nicht, ob Thunfisch vom Aussterben bedroht ist. Das ist von der Menge her, obwohl man sich das nicht so vorstellt, wirklich wenig. Wobei die billigen Qualitäten aus Neuseeland kommen, da wird mit gefrorenem Fisch gearbeitet. Und das hier ist wirklich frischer Thunfisch, der in richtig schönen, saftigen Stücken in die Dose gepackt. Und das wird dann in der Dose gekocht. Wie wird die Soße draus gemacht? Ist eigentlich auch ganz einfach. Das Kalbfleisch ist vorbereitet. Für die Soße hat man früher den Mörser genommen. Wir können heute einen Mixer nehmen. Thunfisch kommt in den Mixer hinein. Sardellen und Kapern gehören unbedingt dazu. Okay. Bisschen Zitronensaft. Und dann entweder mit Olivenöl im Mörser zum Mörser mit ein wenig Eigelb. Also es ist quasi eine Thunfisch-Mayonnaise, wenn man so möchte. Okay. Oder im Mixer zuerst mit einem Traubenkernöl und zum Schluss Olivenöl einrühren, weil das Olivenöl beim Mixen bitter werden könnte. Okay. Letzte Frage, könnten wir auch anderes Fleisch nehmen oder muss es Kalb sein, grundsätzlich? Ja, man könnte natürlich Schweinefleisch nehmen, aber dann wäre es natürlich ein Porco-Tonato. Hast du das Gefühl, dass in manchen italienischen Restaurants unter dieser Soße auch was anderes versteckt ist? Ich möchte nicht wissen, was in manchen italienischen Restaurants irgendwo noch versteckt wird. Wir freuen uns über den Besuch von Alfons Schubeck, der heute macht eine Pizza Orlando di Lasso. Orlando di Lasso habe ich noch nie auf einer Speisekarte gesehen. Orlando di Lasso ist zunächst mal wer? Orlando di Lasso war ein Komponist, der in Belgien geboren ist, 1532 dann seine Wanderjahre in Italien gemacht hat. Spätrenaissance? Und 1500, ja, Hochrenaissance, ja. Und über 2000 Werke komponiert hat und dann 1564 an den Bayerischen Hof kam und da Kapellmeister wurde und bis 1594 gelebt hat und hat am Platzl hat er gewohnt in dem Haus und das hat man Orlando di Lasso genannt. Ja. Und ich mache jetzt eine Pizza, ich mache mal den Teig zuerst, also ich nehme das Mehl her, ein bisschen Hefe, ein bisschen Wasser. Hast du schon mal eine Pizza gemacht? Ja, schon. Also so blöd bin ich nicht. Ja.
sagen wir mal. Aber ich bin jetzt nicht der Pizzabäcker. Ich habe mal in Neapel, da haben sie ihn erschossen in dieser Pizza drin. Da habe ich mal mit dem so Pizza, der hat ja diesen Teig so, ja. Aber der ist leider mir nicht so gelungen, aber ich war da drin. Wir haben es nicht erschossen. Ja. Und es war interessant, weil die machen das alles von Hand, die haben den Teig so ausrollen. Und ja, ich mache es jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen normaler. Wobei ich von echten Napolitanern weiß, das dient in erster Linie der Belustigung von Touristen. Ja, ist eh klar. Also, man muss das jetzt. Ist mittlerweile richtige Weltmeisterschaft. Ja, genau. Und ich, also normalerweise gibt es ja eine Wasser, Hefe, Mehl natürlich, ja. Und ein bisschen Salz. Auch süß? Ja, das, du könntest süß auch machen, wenn du ein bisschen Zucker reingibst. Das machst du aber nicht. Nein, ich mach's jetzt, also ich gebe jetzt wieder Salz rein, du könntest auch Kräuter mit reingeben, Basilikum etc. und so weiter, oder getrocknete Kräuter. Dann könnte man es auch mit Bier machen, anstatt Wasser, geht auch gut. Und man könnte es auch mit Butter machen, mit brauner Butter, anstatt Öl. Man gibt ein bisschen gut. Olivenöl noch rein, mhm. Und dann ist er halt geschmacksintensiver. Wichtig ist, dass der Teig, sagen wir mal, jetzt gehen kann. Also der geht so eine halbe Stunde. Wie lange ist der denn gegangen, dieser Teig? Ja, der ist eine gute halbe, dreiviertel Stunde gegangen. Mhm. Schau her, dann nimmt man so raus. Ja. Und komme jetzt so ausziehen, ja. So. Ja. Also normal rollt man den aus, dann zieht man so aus, als wie ein Strudelteig. Ja. So. Das wird dann immer größer, muss man aufpassen, dass er nicht reißt. Du kannst dann schon ziehen und da ist wichtig, dass er Zimmertemperatur hat. Wenn er keine Zimmertemperatur hat, dann reißt er. Ja. Gut. Und das ist jetzt ein ganz normaler Pizzateig. Mhm. Schau her, okay. Den lässt sich auch gut ziehen. Riecht auch richtig schön. Und ich mache das mit. Einmal gebe ich einen Kaninchenrücken drauf. Kaninchenrücken? Kaninchenrücken hat, also Kaninchen hat zum Beispiel wahnsinnig viel B12. Ja. Und B12 ist fürs Gehirn wichtig, B12 ist für die Zellteilung wichtig. Das und ist alles aktiviert gut, das aber B9. Schmeckt das auch? Das wirst du jetzt gleich merken. Dieses Kaninchen, schau her, habe ich angebraten in ein bisschen Zimt, ja. Mit Vanille, Knoblauch und Ingwer und habe ein bisschen ein rot-grünes Chilisalz drauf gegeben. So, jetzt schauen wir, dass der innen noch, weil der Kaninchen ist sofort durch. Also deswegen habe ich ihn jetzt schon weggenommen. Das ist der innen leicht rosa. Du Ingwer? Ja. Seit 30 Jahren. Seit 1500, okay. Du weißt. Seit 1500 noch was, ja. Okay, und jetzt gibt es noch dazu gebratene Steinpilze. Ja. Dann mache ich jetzt Campi dazu. Okay. Und Artischocken habe ich da drüben eingelegt. Die Artischocken habe ich einen Stiel dran lassen, weil die meisten ja leider den Stiel weg. Und der Stiel, da sind die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe drin. Mhm. Und dann gebe ich noch so eine kleine Salami drauf. Und zwar mache ich so. Das ist der Sugo, Tomaten, ja. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebel, ein paar Kräuter, ja. Ein paar Salz rein. Aufgemixt, also einköcheln lassen, mhm. Aufgemixt, den schmier jetzt da drauf. Gib dann einen normalen Mozzarella drauf, nicht einen Büffelmozzarella, denn der Büffelmozzarella schmeckt zwar besser, ja. Aber er würde auswässern. Also gibt es so Wasserlacken da drin. Weil und dann packe ich das raus. Okay. So, das ist jetzt Margarita. Und die erste Margarita wurde ja gemacht, wann? 1898, dem König Umberto. Der hat eine Serbin, glaube ich, geheiratet, aus Herzegowina, so ungefähr. Ja. Die hat Margarita geheißen. Und deswegen hat man eine Pizza gemacht, rot, weiß und grün. Also rot die Tomate, weiß der Mozzarella und grün der Basilikum. Achso, ich dachte, das der Typ noch grün hinter den Ohren. Dachte ja, jetzt. Vielleicht war er grün. Okay, so. Du sagst uns bitte Bescheid, Alfons. Ich brauche jetzt dann 12 Minuten. Also wenn ja. Ich jetzt anfange, dann muss ich es rein und 12 Minuten später. Und erst im Nachhinein dann belegen. Das macht ja der italienische Pizzabäcker anders. Der Pizzabäcker gibt alles rein. Ich packe das jetzt raus. Und wenn es fertig ist, dann gebe ich draus das Kaninchen, die gebratenen Steinpilze, das Campi, die Salami und so weiter. Dann schaut das wunderschön aus, auch mit diesen Artischocken. Also das ist ein richtig schönes Bild. Kann man natürlich auch mit was anderes machen. Man könnte jetzt einen ganz normalen Fisch abbraten, den oben drauf geben. Also man könnte auch mit einer Senfsoße was machen. Also man muss nicht immer nur Tomate machen, wenn man Pizza hört. Hier geht es um einen Teig. Und der Pizzateig, wenn man es so sieht, den haben wir die alten Griechen schon gemacht als essbaren Teller und haben dann Fleischstücke draufgegeben und haben diesen Teller mitgegessen. Also den haben jetzt nicht die Italiener erfunden, das hat nur dieser Pizzabäcker oder dieser Bäcker, diesen König Umberto zu Ehren hat er diese Pizza gemacht, aber geben tut es den Teig natürlich schon viel, viel länger. Das haben die Araber schon gemacht und letztendlich haben es die Chinesen auch schon gemacht. Ich wusste es, dass die Araber jetzt kommen. Also Alfons, wir freuen uns auf deine Pizza, bin sehr gespannt. Ja. Auch deshalb, weil ich ja weiß, dass Italiener die Pizza gerne möglichst pur essen, also möglichst wenig drauf. Insofern mit dem Kanickel und mit den Pilzen. Wir sind gespannt. Ich sag dir eins, warum sollte ein Italiener auch einmal was dazulernen? So ist es, unbedingt. Und wenn ich auch mal von dir. Und wen von den Bayern? So. Ja. Ja. So. So. Und auf diese Position hier freue ich mich ganz besonders. Spaghetti Bolognese von einem, der noch nie Spaghetti Bolognese gemacht hat, noch nicht mal im Kopf gedanklich durchgespielt. Ja. Und der gerade eben noch erfahren hat, dass da Rotwein im Spiel sein könnte. Ja, könnte.
Steffen. Ja. Was ist das? Ja, Markus. Das ist sein. Was ist ich weiß nicht, kochst du zwei Bolognesen? Was ist eine das? Hier und eine da drüben? Nein, eine ist fertig mitgebracht, weil die Zeit da nicht reicht. Aha. Weil eine gute Bolognese schmeckt am nächsten Tag am besten. Ja. Das weißt du ja sicherlich auch. Da hast du die gestern quasi schon geübt. Warten wir mal, wie sie schmeckt und dann sage ich, wer sie gekocht hat. Hast du beim Express wahrscheinlich irgendwie so 30 Mal Spaghetti Bolognese bestellt? Du meinst so wie du mit deinem Gericht? Nein. Ach, nee. So. Jetzt plötzlich. Mhm. Entschuldige bitte, Herr Lanz. Machen Sie weiter. Also, es gab den Auftrag von unserer Seite, Herr Hensler, machen Sie Spaghetti Bolognese. Ja. So, was macht man dann? Plündert man dann so ein Kochbuch vom Lafer oder von Schubeck? Denkt man sich selber was aus? Weiß man das? Ja, man weiß es. Also ja. Bolognese, das weiß man ja. Jeder Depp eine Bolognese macht. Ja, das stimmt doch nicht. Ja, sicher, das stimmt doch nicht. Depp nicht. Wollen wir nicht tauschen? Nee, war ja nur. Ja, jetzt, wo der Schubeck fertig ist, brauchst du nicht mehr tauschen. Ja, das macht er mit links. So. Ja, logisch mache ich das mit links. Ja, wie denn? Nein, du musst, wichtig ist. Heißer Topf. Guck mal, Herr Hermann hat schon wieder aufgestellt. Ich habe den aufgestellt. Alles ich klar. Jetzt schiebst du es runter, sonst geht er wieder aus. Das Fleisch anrösten, das Hack, gemischtes Hack. Das ist ja. Echt. Und wirklich ist wenig rühren am Anfang. Viel anbraten lassen. Ne? Das ist hast du von Giorgio Locatelli? Nee, das habe ich von einer fast guten Freundin. Ah, so. Ja. Nein, auf jeden Fall. Na, ist tatsächlich dieser italienische Starkoch, Giorgio Locatelli. Ja. Koch, genau. macht die genau so. Genau. Da gibt das Hack rein. Erstmal nicht bewegen. 10 Minuten lang nicht bewegen. Genau. Das absolut. Wie Hermann in der Küche auch nur steht. Ja. Genauso kocht man Bolognese. Ja. Gib ich jetzt rein. Gibst du jetzt rein? Ab gut. Jetzt 12 Minuten. Ab jetzt 12 Minuten. Wie bist denn du, Kolja? Und dann der große Rest. So, pass auf. Gibst du dazu nachher. Dann mach du doch zuerst. Gehackte Knoblauch, Zwiebeln. Und dann ganz wichtig: Karotte, Sellerie, Lauch. Ja. Alles in feine Brunwurst, schwitzt du mit an, bisschen Wasser. Wenn du möchtest, einen Schuss Rotwein dazu, dann lässt es schön köcheln. Locatelli kippt dann eine ganze Flasche rein. Ja, who the fuck is Locatelli? Ja, ja. Das ist jetzt Hensler Bolognese, ja. Locatelli ist, glaube ich, der beste italienische Koch im Augenblick. Ach so. Oh. Ja, also ist jetzt I'm nicht. Sorry. Nein. Und dann lässt es einkochen und dann zum Schluss gibt es das Tomatenkonfit. Lässt es mal schön 5-6 Minuten mitkochen. Ja. Wenn du möchtest, ein bisschen gehackte Blattpetersilie. Ein Traum. So. Und mit Nudeln kennst du dich auch aus, obwohl du sonst dich nur mit Reis beschäftigst, oder? Ja, ich meine, es ist ja ähnlich. Ne? Das Reis entlang, ne? Nicht? Ja. Ja. Nein, ich meine, Nudeln kochen, doch, das schaffe selbst ich. Ist ja nicht so ganz einfach. Habe ich mit Cornelia Poletto schon interessante Diskussion darüber geführt. Tatsächlich? Was das Kochen der Nudel angeht, beispielsweise rund um die Frage, wie gesalzen muss das Nudelwasser sein? Ja, Herr Hermann hat schon seine Kelle hier ausgewaschen beim Nudelwasser. Ja. Sehr schön, deswegen ist es leicht trübe. Nein, das kommt von deinen Tomaten, die du vorher da drin blanchiert hast. Seit wann? Ja, mit Pestiziden hast du es jetzt voll gemacht von den Tomaten. Ja, weil du sie isst, Lars. Damit du sie isst. Meiner Osso-Buko-Schül habe ich hier reingegeben. So, pass auf, nochmal zum Salz. Ja. Sarah sagt gerade, ein Teelöffel Salz pro Liter Wasser. Das ist, glaube ich, eine gängige Maßnahme. Also ich finde eher kräftig Salz. Also ich finde eher. Muss ordentlich, genau. Ja, aber sagt Cornelia auch immer, muss richtig Salz rein, ja. Damit dann hinterher an der Nudel auch noch was hängen bleibt. Ja, es gibt einen schönen Tipp, aber wenn du eine Kartoffel mitkochst, bei den Nudeln, geht die Stärke in das Wasser und bleibt zumindest an der Nudel haften, dann haftet die Soße nachher besser. Oh. Was? Ja, oh. Ja, das ist so. Interessant. Sag mal. Was? Interessant. Ein etwas Stärke reinzugeben, um das Nudelwasser einen Touch abzubinden, wie man es bei Klöß macht, von mir aus, aber einen Erbsen mitzukochen. Ja, natürlich. Das ist ja gar nichts. Jetzt sagt er nicht was. Dann mach's eine rein. Ich hab leider keine. Haben wir eine Kartoffel da? Ja, nimm mal deine Nase. Du möchtest was binden. Wenn du ins Nudelwasser, einen Ingwer und eine Chilischote reingibst, dann geht die Insulinausschüttung wesentlich langsamer nach oben und dann verstoffwechselst du die Nudel, was ja im Grunde kein gutes Kohlenhydrat ist, wesentlich langsamer und kommst viel langsamer in die Heißhungerphase. Deswegen kochen auch die Asiaten den Reis immer mit Ingwer, weil eben das Insulin nicht sofort aufschießt, sondern weil es viel langsamer rausgeht. Reicht das? Und dabei, das wird dir reichen. In Italien haben sie nicht so viel Ingwer. Ich wollte gerade sagen, heute sind die italienischen Klassiker an der Reihe. Und wir waren bei der Kartoffel, die du jetzt bitte da nicht reinmachst. Du verzichtest auch auf Tomatenmark. Stimmt das? Ja, stimmt. Warum? Weil das so ist. Nein, weil ich mit frischen Tomaten arbeite und nicht mit Tomatenmark. Okay, das machen die Italiener ja auch. Aber machen dann dennoch. Ich will sie aber wie machst du das, Alexander? Also, er verzichtet auf Tomatenmark bei der Bolognese.
Die Italiener machen das auch. Frische Tomaten, aber auch noch ein bisschen Tomatenmark. Ja, ich fast immer im Spiel, oder? Ich finde, beides ist wichtig, weil das Tomatenmark kriegt ein sehr intensives Tomatenaroma mit sich. Aber das prägt total für mich die Frische. Und deswegen dann immer einen frischen Anteil mit reinkochen. Mhm. Aber wenn man es besonders leicht haben will, finde ich die Variante von Steffen, wenn man dann nur mit frischen Tomaten arbeitet, nicht schlecht. Für jemanden, der es noch nie gemacht hat. Ja. Und wir freuen uns über den Besuch von Alexander Herrmann, der uns einen weiteren italienischen Klassiker mitgebracht hat. Nämlich Ossobuco mit Risotto und Schmortomaten. Nee, mit Polenta und Schmortomaten. Ach, die Polenta habe ich jetzt unterschlagen. Ja, das ist ein Druckfehler. Ah, ist ein Druckfehler. Mhm. Aber es ist gut, dass du weißt, was du kochst. Das ist schon mal wichtig. Ja. Ja. Und ich habe auch, jetzt darf ich endlich mal diesen Lieblingssatz sagen, den 80er-Jahre-Kochsatz. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe da mal was vorbereitet. Schau mal her. Schau mal hier. Das war Max Inzinger in der Drehscheibe. Richtig. Auch im ZDF. Natürlich. Gibt es überhaupt einen anderen Sender? Nö. So, Ossobuco. So, also schau her. Normalerweise ist es ja so, Ossobuco, ich schöpfe jetzt da noch mal ein bisschen was von dieser Schmorschü drüber. Ist etwas, was du auch isst? Ja, total gern. Ja. Also Kalbsachse sowieso, bin ich ein großer Fan davon. Jetzt ist es so, die ganz schön dass... Dick ist. Warte. Die ist doch ganz vorsichtig geschmort. Stundenlang, Finger weg. Sieht man. So. Das ist ein bisschen normal. Gehst jetzt weg. Hör auf jetzt. Glaubst du es, du? Der vom Hänsel einen 50er kriegt, das weiß ich jetzt schon. So. Normalerweise, also wenn man sich jetzt die Scheibe anschaut. Glaubst du, für einen 50er lasse ich mir für sowas hergeben? Ja. 150 haben es kostet. Ach so, ne, bei mir schon. Also Ossobuco heißt der Kalbsachsenscheibe. Mhm. Und normalerweise ist die so dick, also halb so dick. Und ich persönlich bin da ein Fan davon, wirklich eine große, dicke Scheibe zu machen. Mhm. Weil ich diese kleinen Frecker, ich finde, die schmoren dann trotzdem so ein bisschen, wie soll ich sagen, trocken. Mhm. Und so hast du große Stücke Fleisch. Okay, es ist jetzt dann kein Gericht. Das ist so für die Taille, sondern es ist dann schon eher ein Gericht, wo du sagst, naja, wenn du mal richtig unterwegs bist und du hast so einen Appetit wie Horst Lichter, Carpaccios isst, dann ist das richtig. So was Deftiges, ja. Knochenmark ist dann immer wieder ein großes Thema. Ja. Isst du das mit? Naja, in dem Fall ist es schon rausgelaufen. Mhm. Ja, also beim Schmoren. Ja. Das ist in der Soße mit drin und es gibt auch ein ganz gewisses Aroma. Du entfernst es jetzt auch nicht vorher. Nee. Na gut, BSE-Thematik. Ja, aber das ist ja rum. Das haben wir ja alle im Griff gekriegt. Ne? Ja. Und heutzutage ist, also wie immer eigentlich, Ochsenmark war schon immer in der Top-Gastronomie eigentlich ein Produkt, was man auch mit dazugegeben hat. Aber es ist schon immer ganz in Mode. Das geht so. Einen klassischen Ossobuco alla Milanese. Da gibt es einen ganz langen Löffel dazu mit einer kleinen Spitze dran. Dann kriegt man die Scheiben nämlich auf den Teller, klassisch mit einem Risotto eigentlich. Und auch mit Gemüsewürfelchen drin. Mhm. Mit diesem winzigen Löffel löffelt man dann das Mark aus dem Knochen raus. Das, das haben wir unbedingt dazu. Das haben wir ja quasi in der Küche daheim schon gemacht. Ja, ja, wir haben es schon rausgezogen. Also, Ossobuco freue ich mich persönlich ganz besonders drauf. Auch Sarah Wiener freut sich darüber, weil du, Sarah, gerne was Kräftiges isst. So, und auch... Das sieht gut aus. Auch Sarah Wiener hat uns einen richtigen italienischen Klassiker mitgebracht, nämlich Tiramisu. Und ich finde, es gibt bei wenigen Dingen so große Qualitätsunterschiede wie bei Tiramisu. Entweder ist es ein totales Elend oder es ist ein Traum. Ja. Wie wird es ein Traum, ist die große Frage. Also ich habe jetzt wirklich einen Klassiker gemacht, ohne Erdbeeren, ohne Ingwer, ohne... ohne Reis. Ohne Holunder, Sirup, irgendwas. Da kann man ja also 1000 Sachen machen. Ich habe das ganz auf der Basis gemacht. Das ist ein Rezept, das eigentlich merkwürdigerweise erst dokumentiert wurde, so erst 1970 aus Venetien. Mhm. Und ich meine, also es gibt zwei Variationen. Man sagt ja, Tiramisu heißt ziemlich hoch. Und die meisten Leute denken, es heißt ziemlich hoch, weil es so gut ist. Ich kenne das aus den 70er Jahren, dass es so heißt, weil man einen Biskuitteig gebacken hat, der so hoch aufgegangen ist. Und den hast du dann in Scheiben geschnitten. Und dann hast du es gefüllt. Und das war eben das ziemlich hinauf, war der Teig, der so hoch gegangen ist. So, also was hast die Basis du da jetzt genau ist einfach... Drin? Du schlägst weiche Butter mit ein bisschen Zucker, entweder Staubzucker oder Kristallzucker, schaumig, gibst Eidotter dazu, schlägst es weiter, bis es ganz schaumig ist, dann gibst du die Mascarpone dazu, den Mascarpone, das ist ja der Hauptanteil am Tiramisu, vermischt das Eiweiß schlägst du extra steif mit ein bisschen Salz als Geschmacksverstärker und mit ein bisschen Zucker, dann hebst du das unter, dann kochst du einen sehr, sehr starken Espresso,
klassischerweise gibt man Masala rein. Wir geben jetzt alle Amaretto rein. Ich habe jetzt aber Masala gemacht, um mal den Unterschied zu schmecken, wie das ist. Tust sie leicht eintunken, die Löffel Biscuits. Es ist sich genau ausgegangen. Ich habe keine mehr. Nicht liegen lassen, weil die zerfallen sofort. Nur wenden. Einmal kurz wenden und auslegen. Und dann gibt es verschiedene Varianten. Entweder du tust ein bisschen Orangensaft auch noch drüber spritzen oder eben noch ein Alkohol. Ich habe das jetzt nur, diesen Masala, in den Espresso gegeben, gewendet, geschichtet, gewendet. Jetzt am Ende schaut das dann so aus. Da tut man dann klassischerweise über Nacht also das beschweren, damit das richtig gepresst ist und durchzieht. Genau. Magst du das, wenn dieses Tiramisu so richtig durchgezogen ist? Ich mag es nicht, dieses Durchgesapschte. Dann habe ich ein Glück, weil ich habe eins gemacht gestern, weil es muss ja über Nacht durchziehen, dass nicht so gesapscht ist. Oder? Ja. Ich mag das, es ist eine Frage, weil wenn du es nicht drückst, dann ist es sehr weich. Ja? Dann zerfällt so. Ich mag es schon, wenn es ein bisschen härter ist, aber ich mache dann oben, und das ist auch nicht hundertprozentig klassisch, Schlagsahne steif geschlagen und dann verzieren und dann noch Kakaopulver drüber. Also das kannst du dir aussuchen, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie diese Creme ist, wie weich, wie groß die Eier sind. Wichtig ist, dass du Bio-Eier nimmst und frische Eier, weil das sind rohe Eier drin. Und das macht sehr viel vom Geschmack aus. Ja, und da kann man sich auch böse was einfangen im Zweifel. Ja. Also wir sind sehr gespannt auf dieses Tiramisu. Herzlichen Dank, Sarah Wiener. Und weil wir heute ja italienische Wochen haben, würde ich sagen, verteilen wir heute kein Piccolöchen, sondern Prosecco. Wären Sie damit einverstanden? Prosecco? Gläschen Prosecco für Sie? Gut. Kolja. Ja. Ich hab den Thunfisch gemixt mit Sardelle, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitronensaft. Und zuerst das normale Traubenkernöl, dann ein wenig Olivenöl. Und jetzt wirst du auch den Geschmack. Ja, klar. Den Geschmack vom Olivenöl merken. Jetzt kann man, wenn man es nicht so dick mag, mit ein wenig Fond, den man ja vom Schmoren des Kalbfleisches, vom Kochen des Kalbfleisches über hat, da reintun, dann wird es ein bisschen eleganter. Und eigentlich ist es jetzt so fertig. Diese Thunfischsoße oder wie auch immer wir sie nennen wollen, ist dann häufig auch sehr, sehr salzig. Sehr ja, das kommt, wenn man zu viele Sardellen nimmt. Das sind ja, ach übrigens, Sardellen sind keine kleinen Sardinen. Das ist ein ganz anderer Fisch. Ja, also nicht, dass man sich da vertut. Die werden ja gesalzen und fermentiert. Wenn man davon zu viele reintut, dann kann das natürlich sehr penetrant wirken. Die oder zu sauer, wenn man zu viel Kapern reintut. Die haben doch diese feinen Gräten, ne? Richtig. Und die pulverisieren sich dann mit dem Mixer? Das macht hier gar nichts. Also ich esse zum Beispiel auch bei Dosensardinen die Gräten mit, aber es gibt natürlich Leute, die mögen das gar nicht, wenn ihnen dann hier die Barthaare sozusagen daraus stehen. Genau. Also, nee, aber ansonsten eigentlich gleich fertig zu machen. Aber ich glaube, Alfons wird gern die Pizza vorher machen, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Ich habe die genaue Menge Thunfisch, Sardellen, Kapern, was auch immer da drin ist, Olivenöl im Internet für Sie noch mal nachzulesen. Genau, www.kolja-kleberg.de. Ja. Und Alfons Schubeck. Gramit, schnell mal auf hier. Macht Pizza. Die Pizza schaut gut aus. Wollt ihr nur noch sagen, Alfons, die Italiener, speziell Süditaliener, Napoletaner, machen ja mittlerweile einen richtigen Kult um den Büffelmozzarella. Ja. Also da wird ja ausschließlich Büffelmozzarella auf die Pizza gebracht. Ja, aber der wässert brutal aus. Du musst doch mal schauen, der wässert, wenn du anschneidest, der Pizza, wo du Tomate drauf hast und den Büffelmozzarella, da spritzt dir förmlich das Wasser weg. Deswegen nimmt man den her, das ist der normale. Es gibt auch aber Mozzarella, 50% Büffel, 50% Kuhmilch. Den gibt es auch, der ist ein bisschen geschmeidiger. Und es gibt ja, muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, werdet ihr vielleicht bestätigen, in vielen Pizzerien mittlerweile diesen Ersatzkäse. Oh, ja. Käse, der keiner isst. Widerliches Zeug. Ja, aber das ist halt irgend zusammengepresster Kaugummi. Ist es auch eine Frage, ob wenn der Handgeschäft ist, dann tun die meisten geben zu viel Wasser in der Verarbeitung vom Mozzarella rein und deswegen spritzt er dann so. Aber wenn das eine richtig gute Qualität hat, dann ist Mozzarella schon fast gummiartig. Ja. Bei uns ist er meistens überlagert und wir denken, der muss weich sein. Richtiger, frischer Büffelmozzarella ist wirklich, hat eine ganz harte Konsistenz und dann spritzt er auch nicht so. Also das ist auch eine Frage. Und dieser Ersatzkäse, den ich ganz ekelhaft finde. Das ist ja kein der Käse. Hat nicht umsonst, eigentlich heißt der Analogkäse, da steckt Anal drin. Davon kommt das, glaube ich. Okay. Ja, ja.
Ja, geht gar nicht. Manchmal lernt man uns auch den Sachen von hinten. Man muss lesen, Käse, wenn Käse draufsteht, dann ist richtig Käse drin, sonst steht da irgendwie Käsezubereitung oder sowas. Da sollte man schon vorsichtig sein. Alles, was gerieben ist, würde ich sowieso nicht kaufen. Alles, was gerieben ist? Was vorgerieben ist, das hat den Geschmack verloren. Ich stelle mir immer so vor, bei dem Parmesan, der da so schon 100.000 Jahre liegt, da sind die Sägespäne, die runtergerieselt sind. Die werden zusammengekehrt. Und was noch schlimmer ist, wenn du so eine Dose von geriebenem Parmesan nimmst und umdrehst, da ist ja nicht nur Käse drin, da sind auch noch Konservierungsmittel drin, da sind noch Zusatzstoffe drin, weil so ein geriebener Käse natürlich so viel Angriffsfläche für Bakterien hat, weil die Oberfläche ja viel größer ist. Das heißt, die müssen da noch Scheiß reinhauen, damit das noch irgendwie halt ist bis zum nächsten Auslieferungsdatum. Ein Stück Parmesan tut man sich in ein Tuch einwickeln oder in das Käsepapier und dann hält es. Ewig. Sehr, sehr, sehr lange. Nicht in Folie, dann schimmelt er, genau, sondern einfach in das Käsepapier. Auch in Plastik. Der muss atmen. Also, die Pizza fast fertig. Und ich glaube, wenn jetzt Süditaliener zuschauen, dann werden die sagen, oh Mann, da packt er aber richtig was drauf. Das wäre jetzt für italienische Verhältnisse sehr, sehr voll. Was ist das? Pesto? Pesto. Pesto alla genovese, Basilikum und Pesto. So, und dieses Ding kommt jetzt noch mal rein? Ja, gar nicht, das lasse ich so. So würde ich servieren. Erklär noch mal, warum du das nicht gleich einfach draufgepackt und das ganze Ding mit rein. Warum? Erstens konnte ich die Temperatur nicht kontrollieren vom Kaninchen. Das wäre jetzt alles verkocht, alles verbraten. Mhm. Das wäre jetzt eh wie ein Kaugummi. Und so habe ich jetzt diese Tomate mit dem Käse als Margarita gemacht. Mhm. Habe jetzt oben drauf diesen Kaninchenrücken, habe ein bisschen das Campi. Das wird alles, machen wir schon. Können wir mal den Gesichtsausdruck von Steffen Hensler mal einfangen beim Rühren in der Bolognese? Du warst eben sowas von hochkonzentriert, so habe ich dich selten gesehen hier in dieser Sendung. So, ja. Schon jetzt, da kommt her, ess mal. Okay, also du bist fertig. Vitello Tonnato ist gleich soweit. Ja. Dann würde ich sagen, ist angerichtet und ich bin sehr gespannt auf diese Pizza. Pizza Orlando di Lasso, richtig? Ich muss dann auch die Müssen geben. Ja. So. Bitte schön, Sarah. Mal probieren. So. Alfons, was macht dich so sicher, dass das Kaninchen und die Scampi zusammenpassen? Weil das zwei Dinge sind. Und die Wurst, ja. Genau. Ja, warum nicht? Weil das zwei Dinge sind, ja, die sich mögen. Ja? Warum nicht? Also wenn ich jetzt einen Lammrücken draufgeben würde und meinetwegen ein Fischfilet, dann würde ich sagen, das ist jetzt nicht so der Hit. Aber Kaninchen ist ein Fleisch, das vollkommen unterbewertet wird, weil es einfach wahnsinnig gesund ist und natürlich geschmacksneutral ist. Mhm. Und jetzt lasse ich diese Tomate mit dem Käse, die lasse ich jetzt wirken mit dem Pesto drauf. Okay. Und dieses Scampi habe ich ein bisschen in karibischen Scampi-Gewürz angebraten. Ja. Die haben richtig Speed, also probiert es einmal. So, versuch mal. Alexander, bitte schön für dich. Danke schön. Da bin ich mal gespannt. Ich nehme mal so eine kleine vegetarische Variante. Genau. Wichtig ist, dass der Teig dünn ist, dass der Teig unten kross ist und dass er nicht verbrannt ist. Wobei man jetzt sagen muss, ich habe hier einen ganz normalen Ofen, keinen Pizzaofen, wo ich auf 280 Grad gehen kann, sondern ich habe hier einen normalen Ofen, wo ich einen Pizzastein reingegeben habe. Und es ist immer schwieriger, wenn ich die Pizza nur auf diesen Stein lege. Und dann backt die richtig toll raus. Hm. Ja. Immer wenn er so viel zum Essen erzählt, ist ein Zeichen, dass er unsicher ist. Na, du, gib's ihm sofort ein Glas Wein da. So. Sarah nickt zustimmend. Also ich probiere bei einer Pizza ja erst einmal immer einfach nur den Boden. Ja, so sieht's aus. Weil eine Pizza, die kann man ja im normalen Ofen auch schlecht backen. Wenn man sie in die Mitte vom Ofen schiebt, dann kriegt sie von oben und unten gleichermaßen Hitze. Dann müssen wir mal eine Artischocke oder was mit essen. Ja, Artischocke ist super. Ich muss dir sagen, ich fürchte mich so ein bisschen vor der Kombi von deinen Fleisch und Wurst. Und warum? Das ist doch super. Es gibt ja die Pizza vier Jahreszeiten auch, die kommt auch im Magen zusammen. Esse ich nie. Ja, aber es gibt's halt, ne? Aber Four Seasons heißt die in Oberbayern. Four Seasons. Ah. Ich dachte, das wäre ein Hotel. Auch ja. Also der Boden ist schon mal super. Ich wollte sagen, das Wichtigste ist der Boden. Exzellent, ehrlich. Und die Tomaten sind auch gut. Don Alfonso von Ligori. Hat zugeschlagen, du. Also vielen Dank an euren guten Geschmack, Jungs. Ich finde es großartig. Ich finde es richtig gut. Da kann man gut arbeiten. Alexander? Also das ist einfach indiskutabel geil. Sehr gut, ja. Das ist einfach, da brauchst du gar nicht drüber reden. Wenn es einen Stern für eine Pizza geben würde, ich denke, ich spreche da auch im Namen von Herrn Hensler. Haben Sie dann das würden wir gesehen? Ihn heute verteilen. Haben Sie das gesehen, ja? Oh. Hat sich Mädchen wehgetan? Das
hat du Aua auf dem Rücken. Er hat morgen Aua. Viel gefrühstückt, also, ne? Haben Sie Nachsicht. Oso Buko Roch. Genau. Steffen, was sagst du? Frühstück. Er ist sich heute sehr sicher, weil er alles fertig mitgebracht hat. Deswegen ist er ein bisschen mutiger als sonst. Also wundern Sie sich nicht. Ja? Ich bin ja froh, dass du deine Nudeln selber gemacht hast. Ja, ja. Ja? Schau mal, wie schmeckt's denn? Also wenn... Wenn meine Bolognese so schmeckt wie diese Pizza, ja, dann bin ich ganz weit vorne. Bist du ganz weit dann vorne? Ganz das sehe ich genauso. Ja. Spitzenpizza. Also sehen wir uns ein. Richtig gut, ja. Auch mit der Wurst. Oh, er nickt selber. Garnele, super. Also ich finde den Teig gut, ich finde die Idee gut. Und bei der Pizza kannst du richtig kreativ sein. Also du findest dich richtig gut einfach. Ich finde mich. Ich finde mich. Super. Toll. Sehr gut. So. So, wollt ihr wieder Pizza? Ja. Komm, ich hab dir was mitgebracht. Hier ist die Telefonnummer. Schneid mal auf. So, die können jetzt von der Hand runter essen. Ich mal ein Stückchen nur mit Boden. Oh ne, komm, nicht. Dafür musst du gleich mal Vitello Tonnato rausrücken, ja? So, komm. Nehmen wir es nochmal mit. Warte mal, einmal haben wir noch, komm. Wir brauchen ein paar Servietten, weil die werden jetzt richtig dreckig. Ja, ist richtig. So. Und vieles davon zu dir, gell? Von den heilenden Händen des Herrn Schubeck auch noch berührt. Ja. So, bitteschön. So, wer möchte denn mal? Essen Sie gerne Pizza? Ja? Ich bin der Oberkellner hier. Brauchen Sie Serviette? Oh, danke schön. Bitte sehr. Danke, Herr Schubeck. Dankeschön. Dankeschön fürs Kommen. So, mal versuchen. Ja? Ja. Kompliment an Ihren guten Geschmack, danke. So, bitteschön. Da, Servietten. Das hat jetzt schon fast Hens-Melzer-Dimensionen, ne? So richtig mit der Hand rein. So. Ja, aber so muss es sein. Also. Kaninchen. Hier. Kaninchen? Das ist Kaninchen. Das hier? Nein, das ist Artischocke. Aber schaut auch so ähnlich aus. Hier, das ist das Kaninchen. So, müsst ihr wirklich sagen. Du bist wirklich ein netter Kerl, aber du hast keine Ahnung. Haben Sie verwandtschaftliche Beziehungen zu Herrn Lichter? Nein, noch nicht. Noch nicht. Wo kommen Sie her? Aus Nehmen wir Berlin. Mal gleich. Wer Ach, weiß. Aus Berlin? Ja, extra. Und wer weiß, vielleicht kommt es aus Berlin oder wie könnte das passieren? Ich mag ja, das ist immer dran. Das ist echt. Also, so, bitte sehr. Lassen Sie sich schmecken. Danke. Und? Schmeckt sehr gut. Köstlich. Komm, gut. Also, Sie reiten den jetzt bitte weiter, ja? Werden Sie einverstanden? Sie gucken leicht hier. Markus! Das ist auch völlig in Ordnung. Wir sollen genauso gucken. Okay. Markus, wer Serviette? Achso, was macht jetzt da? Einfach weitergehen. Bitte, hier sind die Servietten. So. Nehmen wir mal, ich verteile die Reste der Servietten. Jetzt kommen wir zum Vitello Tonnato. Alfons, komm mal her. Yes, Sir. Es sieht unglaublich aus, was der Herr Kleberg da gemacht hat und gezaubert hat. Also, jetzt mal deutlich, da sind auch ein paar Komponenten dabei, die nicht ganz klassisch sind. Sag mal welche. Nämlich, und wir werfen mal einen Blick auf diese wunderbare Platte Kleberg. Genau. So ja. Soll es bei mir ausschauen. Ein Wahnsinn. Das ist halt das langsam, wirklich ganz langsam, rosa gebratene Kalbfleisch. Oh, super. Dann die Thunfischsoße. Thunfischsoße oben drüber? Thunfischsoße oben drüber. Mhm. Mein Tipp, nie ganz bedecken, sonst schmeckt man vom Fleisch gar nichts mehr. Ja. Also das ist fast schon ein bisschen zu viel. Ideal wäre es, wenn man... Also so wie hier, ne? Ja, so wie da. Oder dann daneben ein Schälchen mit Soße. Und dann jeder individuell, wie viel er einfach haben möchte, da drauf tun. Weil du ja natürlich auch nichts zu verschleiern hast hier. Eben, genau. Ja. Also sowas gebraten, ich meine, das sieht doch wunderschön aus. Fantastisch, absolut großartig. Dann was noch? Kapern, Zitronenfilets. Obendrauf, ja. Gehört eigentlich nicht noch als Dekoration obendrauf. Eigentlich braucht ein Vitello Tonnato keine Dekoration. Die Italiener machen da ja auch keinen großen Firlefanz drum. Warum tust du das? Und, weil ich gedacht habe, es schaut ein bisschen nett aus. Ja, warum die Zitrone obendrauf? Und weil wenn man jetzt, wegen der Säure noch ein bisschen... Man kriegt dann einen kleinen Säurekick noch im Mund, wenn man jetzt einfach Fleisch mit Soße isst. Mhm. Das sind halt zwei sehr homogene Schichten. Mhm. Wenn man das durchkaut, dann wird es noch einmal mehr mampfig. Gut. Ein bisschen Kaper drauf, dass man einmal auf so eine Kaper beißt, dann hat man so eine leichte Irritation. Ja. Bisschen Zitrone, vielleicht nicht ganz ein ganzes Filet. Ah, mir läuft selber das Wasser im Mund zusammen. Jetzt lass doch mal die arme Sarah essen. Ja, genau. Jetzt probiert doch mal. Also komm. Hau rein. Und was natürlich gar nicht dazu gehört, sind diese Würfel vom gerösteten Brot. Die hast du dir auch? Die habe ich mir jetzt auch gerade so, weil es da lag. Das lag so. Da rum und ich habe gedacht, dann hat man noch mal was Krosses, Knuspriges dabei und spart sich eben die Scheibe Brot dazu. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Auf die Geschichte mit Brot. Ich nehme das jetzt einfach mal alles so. Also Vitello Tonnato non troppo classico.
Achtung. Herr Hensler? Frau Müller. Ach so. Ich hatte eben Vitello, Tonato, Brot und Zitrone und für die leichte Irritation die Kaper. Eine Kaper. Ja, so, da hast du alles auf einer Gabel gehabt. Ja. Und es war ein Gedicht, eine Sensation. Okay. Ehrlich, richtig toll. Kompliment. Bin mal gespannt, was Sarah sagt. Es gibt ja auch ein berühmter italienischer Dichter, Dante, der die Pforten zur Hölle beschrieben hat. Das ist auch ein Gedicht, ne? Dante Alighieri ist auch ein Gedicht. Ne? Also mit dem Gedicht, das kann man jetzt viele, auf vielerlei Arten interpretieren. Ne? Also ich bin ein großer Vitello Tonato-Fan. Ich mag Thunfisch mit Fleisch. Und ich liebe auch Kapern. Muss man wahrscheinlich mögen, mag auch nicht jeder. Stimmt. Ich mag das sehr gern. Also die Säure von den Kapern. Also ich finde, was mich so ein bisschen irritiert, die Croutons bräuchte das für mich nicht. Also das wobei, ist so dieses Knusprige, das du dann passiert hast. Aber das ist nochmal, warum das eine Piemonteser-Spezialität ist. Das Piemont mit den Anrainergebieten zur Lombardei hin war immer relativ wohlhabend. Mhm. Also nicht natürlich in den Bergen, aber dort, wo es nach Mailand runtergeht, Turin, das waren schon immer Industriestädte. Mhm. Kalbfleisch ist ein teures Fleisch. Absolut. Thunfisch sich extra kommen zu lassen, ist auch teuer gewesen. Das heißt, das war wirklich auch ein großbürgerliches Gericht. Mhm. Steffen, wie findest du es? Sehr gut. Vor allem finde ich entscheidend, dass man ja Vitello gut Fleisch kochen kriegt man noch hin, aber die Soße, die schmeckt wunderbar, so diesen leichten Thunfisch, die ist leicht und trotzdem hat sie so eine gewisse Fülle, dass sie nach Vitello schmeckt, aber halt nicht dieses Schwere. Deswegen, die Soße ist sensationell. Super. Alexander? Wie geil du das ausstellen kannst. Ja, von mir. Nein, aber es zeigt immer wieder, eins, dass du, wenn du ein bisschen Verständnis für das Gericht und Einfühlungsvermögen und so wie handwerkliches Können hast, dann kannst du so einen ganz normalen Klassiker auf einem Niveau servieren, wo wenn wir zu einem Italiener gehen, wo wir sagen, mei, da kniest dich hin, da gehst du immer wieder hin. Das mit Liebe und Sorgfalt gemacht, das, kannst du das besser? Ich möchte was anderes sagen. Ich finde es sehr gut gemacht. Schade, dass das Fleisch mit der Faser geschnitten hast. Ja, jetzt tu halt nicht her. Also jetzt. Wenn du es abbeißt, dann ist es wieder quer. Ja, wir beißen nicht so ab. Warum stört dich das so sehr? Weil es dann nicht so weich ist. Das Fleisch wäre weicher. Ja, ist hier aus drehen müssen, aber ja, ist ein bisschen weich. Hier ist richtig. Ja, okay. Ach, schau mal, können wir hier mal einfangen? Können wir das mal einfangen in Großaufnahme? Pass auf. Machen wir es mal gerade hier. Ja, also. Das ist mit der Faser und das ist gegen die Faser. Fleisch, dieses hier gegen die Faser geschnitten. Hier. Das ist mit der Faser. Das ist mit der Faser, Entschuldigung, genau. Und dieses hier gegen die Faser und ganz, ganz weich. Das ist einmal beim Tafelspitz, ist das Witzige, dass der Tafelspitz eine Faserstruktur hat, die wie ein Fächer auseinandergeht. Wandert. Die wandert sozusagen. Das heißt, du müsstest an der ganz breiten Stelle anfangen oder an der ganz dünnen, um das dann komplett gegen die Faser zu schneiden. Mhm. Aber jetzt mache ich eins. Gegen die Faser schneiden ist ja ganz einfach. Wenn man es auf dem Teller hat, macht man sich eine Portion und da hat man es schon wieder. Gut. Also, gerne mal, unser Publikum ist toll. Kolja, wir verneigen uns. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono l'italiano. Vero. Vero. Und ich freue mich jetzt auf Spaghetti Bolognese. Kannst du auch. Das sind ja, der Italiener würde, glaube ich, sagen, Spaghettoni oder sowas. Ne? Das sind ja ganz dicke Dinger hier. Spaghetto. Aber Spaghetto. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde diese dünnen Spaghetti, diese Spaghettini und so. Du meinst die Cappellini? Ja, keine Ahnung, wie die heißen. Die ganz dünnen. Halt. Ja. Oh, ich mag die gerne. Ja, dann gibt es noch Cappellini. Die Haarfeinen. Die sind, finde ich, viel schöner. Okay. Finde ich. Gut. Viel schöner. Wobei, Kolja, das klassische italienische Gericht ist ja zwar mit dem Ragout Bolognese, aber nicht unbedingt mit den Spaghetti, ne? Nein, gar nicht unbedingt, weil die Spaghetti eigentlich aus einer anderen Ecke kommen. Bei einer Bolognese, das, was wir eigentlich nie machen, wird ja auch eigentlich die Pasta mit dem Ragout vermischt. Exakt. Und die Pasta muss so gekocht sein, dass sie noch, deswegen dieses Al Dente, muss so gekocht sein, dass sie noch die Feuchtigkeit aus der Soße aufnehmen kann und nicht zu weich wird. Aber eben nicht so hart, dass sie da drin noch zu viel Biss hat. Ich glaube, so langsam dämmert Steffen Hensler, welche Aufgabe er sich da eigentlich gestellt hat. Ja. Aber deswegen kocht man die Nudel 3 Minuten unter dem, was auf dem Beipackzettel steht. Ja, genau. Und schreckt sie nicht mit kaufst du die Nudeln in der Apotheke? Ja, du machst es ja selber.
Da steht da hinten so ein Zettel drauf, ne? Da steht was drauf. Ja, ja. Also ich finde die geil. Ich finde die richtig gut. Kann mir nicht helfen. Eigentlich wollten wir ihn fertig machen, ne? Ah. Den Hänsler, endlich mal. Ja. Aber ich muss leider zugeben, Knaller. Na, Moment. Doch, ich finde es ja. Ist gut. Jetzt, hol aus. Ich habe gedacht, heute ist er dran. Die Nudeln sind, heute sehr, gut. Fällig. Die Nudeln sind sehr gut gekocht. Und die Bolognese ist der Hammer. Das ist auch ein Spitzenkompliment. Ja, die Nudeln sind sehr gut gekocht. Ja, aber ist das zu hart oder zu weich? Ach komm jetzt bitte. Also ja, auf eurem Niveau wird man wohl den Nudel kochen können. Aber wie du siehst. Ja. In Italien werden die Rezepte ja selten aufgeschrieben, sondern immer nur von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Deswegen ist das ja diese Mama-Küche. Mhm. Und es gibt deswegen in der Region um Bologna natürlich hunderte von verschiedenen Rezepten. Mhm. Bei den einen kommt Kalbfleisch rein, bei den einen Kalbfleisch, Hühner, Leber, bei den anderen Kalb, Rind, Schwein. Also, und wir halten Bolognese fest, à la Hänsler, wir schmeckt halten, aber halten fest, dass er auch den Rotwein zum Einsatz gebracht hat. Einen Schuss. Hast du getrunken? Oder zwei. Getrunken hast du, glaube ich, heute zu viel, Herr Herrmann. Ne? Nein, noch nicht zu viel. Wie schmeckt es euch denn? Komm. Ja, ist gut. Sarah? Wirklich, ist wirklich sehr gut. Ich finde, dass es schön ist, dass es auch so kräftig ist. Klassisch gibt man keinen Rotwein rein. Ich mache aber auch manchmal einen rein, weil das dann eben dann noch runder und eben kräftiger wird. Es gibt Rezepte, da kommt Rotwein und Milch rein. Milch? Milch. Weil die was bewirkt? Milch, na, die normale, frische, volle Milch, die also nicht pasteurisiert, homogenisiert und so weiter ist, die gerinnt ja auch nicht, wenn du sie reingibst und mitkochst. Also wenn man die heute machen würde, dann wird das gerinnen, so wie Käse oben drauf geben. Die Milch macht insgesamt das ein bisschen runder und auch weicher. Weil die Milch ja durch die Milchsäure auch ein bisschen zarter macht. Deswegen legt man manchmal das geschmeidiger, das Fett von der Milch. Das ist ein Geschmacksträger einfach. Nee, Alexander? War ja auch besonders schwierig, die Aufgabe. Ja. Was denn, was denn? Nein. Für mich schon. Ja, ich auch. Im Grunde ist es wirklich ein schwieriges Produkt. Der Alfons hat schon recht, jeder kann in Anführungsstrichen eine Bolognese kochen, aber nicht jeder kann eine gute kochen. Ja, eben. Ja. Das ist nun mal so. Sagen wir mal, vom Aufwand, du kannst ja keinen Garpunkt verpassen, du kannst es ja nicht unbedingt durchbraten, das ist ja sowieso. Du kannst es in Anführungsstrichen noch nicht einmal zu lang totkochen. Das wäre mal was, eine rosa Bolognese. Wie lange hast du es geköchelt lassen? Was kann der Hänsler dafür, dass er Allrounder ist? Aber echt. Ja. Nix. Ja. Ah. Du bist wahrscheinlich... Wie lange, Steffen, wie lange hast du es köcheln lassen insgesamt? Das? Boah, die Bolognese? Locker, die ist ja von, dass er die vorbereitete, ja, ja. Dreiviertel Stunde? Ja. Die kann jetzt aber noch hier. Länger. Länger, also. Ja. Die kann aber, die kann plus heute noch mal, also. Ne? Da ist schon ein bisschen. Je länger gekocht, und dieses Schuhwerk hat auch ein bisschen mitgeholfen. Dieses Stehenlassen kommt natürlich davon, dass die Urrezepte für die Bolognese auf einem normalen Kohleofen entstanden sind. Der hat natürlich nicht ganz so viel Hitze wie heute, wenn man hier bei der Induktion auf 12 dreht, sondern da stellst du einen Topf hin. Dann kommen da 5 Kilo Fleisch rein in so einen großen Topf. Dann geht die Hitze erstmal runter. Deswegen erstmal nicht bewegen, damit es nicht schwitzt. Aber genau deswegen braucht so eine Bolognese auf so einem alten Herd natürlich auch 3, 4, 5 Stunden, 4 Jahre. Tage, auch natürlich. Immer. Genau. Ach, herrlich. So, wir sind bei Osobuco. Jawohl. Und ich sehe hier kein Oso. Doch, hier ist es. Ah ja, dann hol doch mal raus. Also ich würde mal sagen, ich fange der Reihe nach an. Bitte. Also, ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich da ein Osobuco mache. Erklär uns zunächst noch mal, Alexander, die Soße. Wie hast du die Soße gemacht? Also beim Osobuco ist es ja klassisch so, dass man das wie jedes Schmorgericht ein bisschen anbrät. Und dann gibt man das klassische Schmorgemüse mit dazu. Also Zwiebel, Karotte, Lauch, Sellerie. Wobei man in der italienischen Küche ein bisschen weniger von dem Sellerie und von dem Lauch nimmt, ein bisschen mehr Schaloppen. Wieso ist diese Soße so extrem dunkel, so schwer? Bestimmt Barolo. Ja, und das war ja auch relativ viel Rotwein und es war auch ein bisschen Balsamico mit dabei und das ist natürlich weit eingekocht. Und es muss Barolo sein oder kann das auch? Nein, das kann auch günstigeres sein. Ja? Das auf alle Fälle. Man muss ja sowieso nicht hergehen, man muss jetzt einen teuren Barolo kaufen für die Soße. Aber ich würde vorschlagen, einen günstigen Barolo kaufen für die Soße und dann einen teuren trinken, denn dann hast du nämlich denselben Charakter von der Rebe im Glas wie in der Soße. Weil ansonsten schmeckst du das gar nicht. Und wenn dann weißt du hat, auch nicht mehr so ganz genau, wovon du besoffen bist. Na, null. Das finde ich ganz schön. Ja. Da hinten sind. Also komm. Da. Also gut. Aber bevor ihr jetzt da das Osobuco drauf gebt, habe ich hier eine Polenta. Polenta. Ich mach das mal auf zwei. Das sieht man schon auf den ersten Blick. Fantastisch cremig gelungen ist. Ja. Wie hast du das hingekriegt? Weil Polenta kenne ich auch in ganz anderen Konsistenzen. Ich sag mal von. Von hart bis klebrig ist da alles drin. Ja, das ist echt schwierig. Ich persönlich esse Polenta und Risotto nur da, wo ich den Koch kenne.
Ja, weil ich sonst immer reinfalle. Das Risotto ist barzert, die Polenta entweder nicht ausgequollen und so. Also beim Hänsel würde ich es eisen. Ja. Aber das kann der auch. Du musst den jetzt nicht so anschleimen hier. Nur jetzt auf einmal. Wollte ihn einmal eine Herausforderung geben. Jetzt auf einmal. Polenta wächst nicht im Wasser. Also, wie hast du die Polenta gemacht? Ganz normal Brühe aufgekocht, die Polenta reinrieseln lassen, einmal durchgerührt und wenn das so die Konsistenz hat von einer Kartoffelsuppe, dann ausschalten, Deckel draufgeben und dann lässt man das 5 bis 7 Minuten ziehen. Hör mal auf jetzt, da ist noch nicht fertig. Ja, jetzt kommt der Schubeck schon. Läuft wieder zu. So. Ja. Schubeck, wie ist die Polenta? Moment, jetzt. Sie ist nicht fertig. Ja, sie ist nicht fertig. Wie, sie ist nicht fertig? Die ist freilich fertig. Ja, gesagt, die ist nicht fertig. Ja, nein, sie ist nicht fertig. Angerichtet. Ja? So. Die Polenta ist wirklich nicht fertig. Jetzt tun wir nicht zurück. Zweiter Mal. Ja? So, was da noch drin? So. Und, in der Polenta. Aber die Teller sind super. Ist das mit Petersilie? Die Teller sind riesig. Ja. Knoblauch und Zitrone. Der Rand auch, ne? Und da drauf kommt jetzt eben genau dieses wunderbare. Pass auf, fang das mal in Großaufnahme ein, das sieht fantastisch aus. Schau mal her. Ach. Wollen wir mal schauen, dass ich das auch schön rauskriege? Oh Mann, ey. Also manchmal ist das Auge dann doch auch mit, ne? Schauen Sie mal. Ach, Vorsicht. Das ist für eine Person. Das ist für zwei. Ja. Ist die dann aus einem Teller wirklich? So ist das es. Das ist doch hier das Familienessen so, bei dir im Restaurant. Das ist jetzt quasi, wenn du mal sagst, okay, es darf mal ein bisschen mehr sein. Ja, pass auf. Hier, schau her. Hast du gehört, was er gesagt hat? Nee, nicht wirklich. Er sagte, ach so, Osso heißt schwarz. Da ist schon, sag mal, Röstaromen sind da schon im Spiel. Ja, natürlich. Du brauchst natürlich ein bisschen Schü. Boah, ist das halt ein Riesending, oder? Wer soll denn sowas essen? Ja, jetzt tu halt nicht so rum. Das ist was, das kannst du schön in die Mitte reinstellen und zu einem Familientag, ja? Da muss erst mal eine Familie gründen, das ist für zwei Personen. Das ist eine rein strategische. Das ist wirklich für zwei Personen. Und jetzt kommen da noch ein paar schöne Tomätchen mit dazu. Tja. Gehen wir mal da hin. Macht man noch so ein bisschen dazu. Das finde ich irre, dass ich das noch erlebe, dass der Hermann mal so eine richtige Portion macht. Das ist ja hier. Das ist quasi mehr oder weniger Horst Lichter Gedenkportion. Sind Tomaten auch in der Soße drin? Die sind jetzt nur in Olivenöl mit ein bisschen Chili. Mhm. Sind die gegart? Ja. Oh, das sieht super aus. Schau das mal. Jetzt pass auf. Ja. Und jetzt? Wollen Sie sofort. Muss ich noch ein bisschen, also was jetzt noch fehlt, ja. Das ist noch der letzte Kick. Und zwar habe ich etwas aufgeschäumte Rosmarinmilch. Oh Mann. Warte mal. Mhm. So isst du sowas privat gerne, Alfons? Ja, ist, insofern schaut das natürlich riesig aus, aber wenn du jetzt eine normale Scheibe nehmen würdest, dann würdest du die komplett verdrehen. Ja? Und so im Gesamten kannst du es gut machen. Mhm. Was ist jetzt das da? Das ist ein Rosmarinschaum. Was ist jetzt das? So ein bisschen, einfach so ein bisschen Rosmarin mit Milch nochmal so aufgekocht. Oder dann da noch ein bisschen was draufgeben kannst. Ja, so ist es. Das ist, wenn du noch einen alten Fernseher hast, dann wirkt das jetzt. Ja? Ja. So, bitteschön, jetzt könnt ihr was essen. Könnt ihr bitte. Großartig. Wer hat schon probiert? Niemand. Noch nicht? Das freuen Sie mal, so richtig. Bei so einem Riesenstück, da habe ich jetzt mal so. Usch. Und? Gesundheit. Für die. Ui. Ist aber auch Chili dabei, ne? Ja, das ist nur in dem Öl. Oh. Ja? Ja, wenn du jetzt natürlich volle Lotte Öl drauf hast, dann tut's weh. Ja? Aber es ist ja auch so, wir müssen ja mal ein bisschen mehr Pfeffer reinbringen. Das könnte ungut für dich ausgehen. Das könnte es, aber ich stehe hinter diesem Gericht wie eine Eins. Wie eine Eins, ne? Das ist. Und ich stehe hinter dir wie eine Eins, du. Sind wir schon zu zweit. Jederzeit. Pass auf. Jetzt schau mal. Das ist ein Rosmarinschäumchen. Wie schmeckt es denn, ihr Lieben? Ja, hallo. Schön. Ist noch einer da? Ja, das ist die gefräßige Stille. Boah. Also die Polenta ist auf alle Fälle, die ist so gar. Aber das ist Polenta, das ist Schnellkochpolenta. Ja. Sonst Instant-Polenta. 40 Minuten Auspellpolenta, das ist diese Instant-Polenta. Ach. Ja. Mhm. Alfons sagt, Fleisch ist ein bisschen trocken. Ja, das hat vielleicht ein wenig länger gedauert. Ist das echt so? Eine ganz fair jetzt da. Und es ist ordentlich scharf. Ja. Es ist sauscharf. Das Öl? Nein. Scharf ist es nur, wenn du das Öl dabei hast. Mir ist es ein bisschen zu wenig. Ja. Aber du hast das Öl ja draufgekippt, ne? Ja, das waren ja nicht wir. Also ich sag da mal, meine Meinung.
Das, die Ossobuco mit der Polenta. Und meinetwegen eine Tomate dazu. Und tschüss. Was brauche ich diesen Rosmarinschaum, der vom Rosmarin so viel Ahnung hat wie von der Atombombe, nicht? Ja. Weil der schmeckt ja nicht nach Rosmarin. Natürlich. Aber ja. Aber toll. Ja, du viel. Du mit deinem D'Artagnan-Bart, der kennst es natürlich. Aber Soße, Fleisch, Polenta. Tschüss. Ich brauche dieses Chili, das, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, ein bisschen zu scharf ist. Ein bisschen. Mal ganz ehrlich jetzt. Oder? Ja oder nein? Ja oder nein? Nein. Ja oder nein? Komm, druck's raus. Ist du scharf? Genau. Ist du scharf? Ja, das ist scharf. Ist du scharf? Ja. Genau. Ist du scharf? Ja. Ist du scharf? Ich auge dir was. Für diese Riesenportion, wenn du das alles isst und du hast ein bisschen Soße, dann verspielt sich die Schärfe natürlich ein bisschen. Wenn wir jetzt da reinbeißen und da tut die ganze Soße zusammenlaufen, hat es einen scharfen, sehr scharfen Nachgeschmack. Ich finde aber, dass trotzdem ein bisschen Salz Soße fehlt. Gut. Ja, okay. Das ist ein Satz, den wir lange nicht gehört haben. Nein, pass auf. Schau her. Ich habe da in das Öl die Chili rein, verstehst du? Ja. Und das hat sich ausgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da gibt es ein bisschen was drauf und das haut dich gerade um. Und das verteilt sich, das Öl läuft natürlich überall drüber. Aber für mich ist das nicht so scharf. Aber wie jammern dennoch auf hohem Niveau. Also ich habe es lecker. Alexander. Vitello Tonato ist ein großbürgerliches Gericht. Ein bisschen ist für zwei Großbürger. Aber das ist auf alle Fälle. Wie schmeckt es dir denn? Ich habe immer noch die Schärfe vom Öl auf der Zunge. Deswegen. In der Soße. Erscheint mir der Rest auch ein bisschen so. Und deswegen ich muss noch suchen. Ich bräuchte nur die Sauce mit dem Fleisch, die Hälfte, die dann die Polenta, kannst du dann Reis oder was anderes dazu essen. Denn diese Soße, aus, wenn durch die Schmoren, das ist der Hammer. Und nicht 30 Komponenten zusammen durch. Das ist es. Also, Alexander, wir halten fest: Spitzensoße, Fleisch, bisschen zu viel Röst. Aroma? Nein, das lasse ich nicht gelten. Da bin ich jetzt. Alfons sagt, das ist ein bisschen trocken. Na, das ist ja bloß, weil er jetzt viel Chili hatte, deswegen hat es dann mehr. Nein, jetzt einmal ganz ehrlich. Naja, das ist, wenn so ich es selber. Aber trotzdem, also jetzt können wir rummeckern, die Teller sind wunderschön. Ja. Das passt schon. Ja. Wollen Sie vielleicht. Eine Portion habe ich noch. Ja, also eine? Aber eine Portion habe ich noch. Alex. Ich finde es dennoch sehr lecker. Ich esse aber gerne sehr scharf, ich persönlich. Ja, ich esse gerne richtig scharf. Insofern kommt mir das sehr entgegen. Das passt schon. Und die Soße ist ein Traum. Die Soße hat ja viel von dieser Monaco-Franzl-Kantine. Kennst du Monaco-Franzl noch? Monaco-Franzl. Da gibt es diesen herrlichen Dialog, wo die beiden in der Polizeikantine sitzen. Und dann sagt er, schau mal, das Essen. Das Essen ist alle bei anders, aber die Sauce, die ist immer gleich. Und dann kommt der Satz, da steckt eine unheimliche Kontinuität drin. Insofern gilt das auch für diese Soße. Und ein bisschen was von der Schärfe, die wir eben probiert haben, könnten wir, glaube ich, jetzt an der Stelle wieder gut machen. Wir freuen uns auf das Tiramisu von Sarah Wiener. So eine Sauce, die bindet. Song. Das ist ein schöner Satz. Eine Sauce, die bindet. Also ich würde es ja gerne servieren, aber ich krieg's nicht klein. Ja. Du, die Leute, die kommen gleich vor. Ja, Sie kommen gleich mal vorbei. Ja? Ich leg da auch ein paar Löffel hin. Wir kosten noch kurz das Tiramisu und dann können Sie direkt ran. So machen wir das. So, Alfons. Kannst du es nicht direkt meckern? Kannst du nicht direkt meckern? Ja. Aber so Tiramisu schmeckt immer. Gell? Mhm. Cool. Sarah, gibt es eine Möglichkeit, das ist ja auch gut fettig und so weiter, ja, so ein reichhaltiges Tiramisu auch ein bisschen leichter zu gestalten? Geht das? Die Hälfte essen. Also nee, aber ernsthaft. Kriegt man so eine Leiter? Du könntest natürlich einen Teil der Mascarpone ersetzen durch zum Beispiel Quark. Dann hast du zwar eine säuerliche Komponente oder eben Schmand, saure Sahne, alles. Das hat 80% Fett, also das haut schon richtig rein. Und du könntest auch
es noch mehr Schichten. Meine habe ich jetzt dreimal geschichtet. Mhm. Klassisch, so wie sie wir kriegen, ist sie zweimal geschichtet. Mhm. Okay. Ich habe mich jetzt an die Klasse gehalten. Ich finde es eigentlich noch schöner, wenn sie höher ist. Mhm. Dann ist es eine Frage, willst du, dass die Konsistenz ist ja jetzt so ein bisschen hart. Genau. Das liegt aber so, ist es klassisch. Ich mag das total gerne, es schmeckt super. Das muss gedrückt werden und über Nacht. Wenn du es ganz frisch machst, dann hat es nicht durchgezogen, dann ist es auch fluffiger. Okay. So, wie schmeckt es euch? Komm, schnelle Runde. Alpha? Ja, ich schon gesagt. Gut. Ich hätte ganz saftiger. Aber saftiger? Das liegt natürlich auch im Durchziehen. Ist Geschmackssache. Mhm. Wenn da viel Kaffee drauf ist und die über Nacht steht, dann sutscht das richtig durch. Mhm. Steffen? Ich finde es gut. Lecker. Ich kann nichts dazu sagen, mein Osso-Bugo war zu scharf. Wie schmeckt es dir denn? Aber ich habe schon gesagt, die Schärfe wunderbar weggeht. Weil Fett ist Schärfe auch. Ja, ja, genau. Und nicht, mal zwei Stück essen, und nicht Wasser. Genau. Genau. Also wunderbar. Mhm. Haben wir schön gegessen. Danke euch. Vor allen Dingen danke, dass ihr dieses kleine Experiment mitgemacht habt, auf, euch mal darauf eingelassen habt, Pizza zu machen von Schubeck. Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas noch mal leben. Und Bolognese von dir. Ein denkwürdiger Tag, möchte ich sagen. Oh. Ja. Und Osso Buco natürlich. Schön scharf, ja. Mit ein bisschen einer kleinen Schärfe drin. Das kann man immer was, machen. Was heißt jetzt, wir sind unterlegt. Italiener nochmal auf Italienisch? Siamo Italiani. Siamo Italiani. Genau, also in diesem Sinne, vielen Dank Ihnen. Kommen Sie gerne runter, probieren Sie Osso Buco. Bringen Sie was zum Trinken mit. Wird nämlich ein bisschen scharf. Wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Bis bald. Tschüss. Herrlich. Ich mag das so am liebsten. Wenn es nicht so...